Ich habe nur einen Rucksack und der ist schon voll. Mit was? Laptop, Kopfhörer, Switch, iPad. Das hat er nicht gesagt. Ich hab, Hugo, Info, das darfst du nicht mitnehmen. Das darfst du nicht mitnehmen, Hugo. Wir schauen uns jetzt gemeinsam die erste Folge der Behind-the-Scenes-Serie zu Seven vs. Wild Crashed, das ist Folge 4, also Season 4, an. Und ja, wir gehen instant rein. Ich bin gespannt. Ah, laut. Dieses Flugzeug wird gleich abstürzen und ist dann die Location für die neue Staffel Seven vs. Wild. Okay. Holy shit! Aber was ich euch eigentlich sagen will! Holy Hilfsbunker von Seven vs. Wild Crash! Oh shit! Huapa! Freunde, ich möchte euch unseren Hauptsponsor der Staffel 4 vorstellen, und zwar Holy. Holy ist die erste echte Alternative. Grüße gehen an dieser Stelle raus an Holy. Wir hatten damals mal kurz Kontakt. Holy. Alternative zu ungesunden Softdrinks. Das Motto: geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Kein Bullshit wie Zucker oder künstlicher Aromen. Das Ganze gibt es in drei verschiedenen Sorten. Iced Tea, Holy Energy und mein Favorit, Holy Hydration. Diesen Seven vs. Wild Shaker gibt es zu Beginn der vierten Staffel. Also sichert euch jetzt das Starter-Set und testet euch durchs Sortiment. Und mit dem Code 7vs.Wild5 gibt es nochmal 5 Euro Rabatt obendrauf. Wir sind Max und Johannes, wir sind verantwortlich für alle inhaltlichen Entscheidungen in Staffel 4. Wir sind hier im BTS und haben einen Spezialgast. Moin, Meister. Spezialgast. Fritz. Spezialgast. Fritz Meinecke! Alles klar. Ja, ich bin diesmal auch mit dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den Fritz. Ja. Der Fritz, der ist ja so leicht kontrovers. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, macht mal ab und an einen eventuell unpassenden Witz, der dem einen oder anderen negativ aufstößt. Man kann von ihm halten, was man will, was er macht, was er anpackt, gerade insbesondere was diese Videoproduktion betrifft, das hat eigentlich immer Hand und Fuß. Natürlich hat sein Team, haben damit natürlich auch eine Menge zu tun, aber bisher, was ich so von Fritz gesehen habe, das war alles durchaus interessant. Also dieser ganze Survival-Kram, auch mit Martin die ganzen Sachen, immer auch sehr lustig immer. Das lange Warten hat ein Ende. Seven vs. Wild startet in die vierte Staffel. Wie auch im letzten Jahr zeigen wir euch hier auf dem Kanal das Behind the Scenes. In 10 Folgen zeigen wir euch einen Blick hinter unsere Kulissen. Alle Vorbereitungen und Planungen, die Geheimniskrämerei um Staffel 4, alle Hintergründe. Bis hin zum letzten Schnitt. Das ist Adobe, ne? Ja, das ist Adobe. Leute, Profi-Tipp. Probiert mal DaVinci Resolve. Garantiert keine Folge zu verpassen, abonniere jetzt den Kanal. Hashtag nicht bezahlte Produktplatzierung. Und aktiviere die Benachrichtigungen. Doch spulen wir erstmal komplett an den Anfang von Seven vs. Wild. Halt, stopp, Freunde. Wir wollen jetzt nicht alles nochmal durchkauen. Haben wir schon längst gesehen, wer es verpasst hat. Staffel 1 bis 3 findet ihr natürlich hier auf dem Seven vs. Wild Kanal. Behind the Scenes zur 2 und 3 ebenfalls. Und jetzt würde ich sagen, wird es Zeit für neue Informationen. Also, oh yeah, Film baby. Ab. Steingenberger Hotel. Heißt das nicht Stengenberger? Steingenberger Hotel, Frankfurt Airport. Okay. Frankfurt Airport. Echo Delta Delta Fox. Joey! Habt ihr Nacht nicht geschlafen? Wirklich aufgeregt. Immer wenn ich Joe Kelly sehe, denke ich an vor vielen, vielen, vielen Jahren. Da sind die Kellys immer noch, ich meine, ich glaube, das haben sie später dann nochmal gemacht, aber da sind die tatsächlich noch mit dem Bus, mit einem großen englischen Doppeldeckerbus durch die Städte in Deutschland gefahren und haben dafür Hutgeld gesungen. Ne? Also es war toll. Ich war bei 2 oder 3 von den Konzerten. Es war immer, immer ein Erlebnis. Und ich habe die Musik immer gerne gemocht. Die machen halt so folkmäßig, ne?
einen Song ist, wie gesagt, den hat Joey gesungen, den haben dann, die haben im Prinzip alle Jungs gesungen, alle männlichen Kelly-Abkömmlinge, und zwar ist das dieses Who'll Come With Me, ist einer meiner, ja, Lieblingssongs von der Kelly Family. Klingt komisch, ist aber so. Ja, und ich mag die Kelly Family, ist halt so. Das waren dann die späteren Auftritte, wo sie schon wirklich bekannt waren. Also richtig bekannt. Ne? Sie sind ja im Prinzip mit richtig dann quasi durchgestartet nochmal, mit als Angelo dann gesungen hat. Und ich glaube, dass das Lied, mit dem sie dann wirklich richtig abgegangen sind, war An Angel. Maschine! Iron. Joseph Maria Kelly, Alter 51, hey, der ist jünger als ich, Extremsportler, Unternehmer, Gewicht 93 Kilo, ja, hat, wait, 8 Ironman in 12 Monaten, okay, das war jetzt eine Info, die hatte ich tatsächlich noch nicht, dass er das in 12 Monaten gemacht hat, also ich bräuchte wahrscheinlich 12 Monate, um einen Ironman zu machen, holla die Waldfee, ich sag Maschine. Jan Schlappen. Ja. What the fuck? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joey Kelly, auch mit am Start, freue ich mich natürlich sehr drüber, ist von allen Teilnehmern der Einzige, der Seven Wars Wide schon mal erlebt hat. Und wir wollten ihm irgendwie noch mal die Chance geben. Und vor allem ist Joey natürlich einfach ein absoluter Beißer. Und das war für uns auch so eine sichere Bank, wo wir gesagt haben, wenn einer durchkommt, egal wie hart wir das machen, egal was für Herausforderungen, egal welches Wetter, egal wo, Joey macht das schon. Das ist das, was wir vorhin auch im Stream gesagt haben. Ne? Joey, der geht da einfach durch. Joey ist Maschine. Sogar mit Untertitel, danke dir. Da finden Sie immer gern. Julia! Hallo, komm zu mir. Ja, komm so. Zu Mama. Yeah. Meine erste Hauptrolle. Das ist so unwitzig. Halt's mal. Bin ich ein Obstsalat? So, hat mit 14 Jahren auf YouTube gestartet. Ja, das haben wir eben gesehen. Da war sie noch wirklich sehr, sehr jung, ne? In dem ersten Einspieler. 25, Schauspielerin, Influencerin und Geschäftsfrau. 14 Jahre, hm? Mit 14 Jahren anfangen auf YouTube, das ist nicht schlecht. Ich würde mich freuen, wenn ihr... Hier, guck mal. Guck mal, wie jung die hier ist. Guck mal, wie jung die ist. Was eine Kleine. Ein Abonnement da lasst, wenn ich es auch nicht schlimm wäre. Schön. Julia ist auch mit dabei, habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass sie zugesagt hat. Wir haben einfach mal ganz frech Julia gefragt, ob sie da Lust drauf hat, und sie hat zugesagt. Damit hat natürlich irgendwie von uns auch keiner gerechnet, und Julia ist seit vielen, vielen Jahren natürlich auch in der YouTube-Szene irgendwie am Start, hat verschiedene Schauspielsachen gemacht, war bei Let's Dance dabei, also auch jemand, der einfach, ja, der ackert, der irgendwie durchzieht, und da dachten wir, klappt das vielleicht auch im Survival-Auto-Bereich? Würden wir uns gerne mal angucken. Deswegen, das habe ich ja auch vorhin schon im Stream gesagt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie Julia sich schlägt. Wer kommt da? Moin! Hallo! Hugo! Moin! Servus, servus! Hi! Hi! Daniel! Hi! Alex! Alex? Das ist Alex? Alex Müller, herrlich! Ruthless Cat. Ach, Ersatzkandidat ist er. 3D Artist, Influencer. Bei Stranger Things? Ist das eine Agentur oder meint er tatsächlich den Film? Beziehungsweise die Serie? Oh. Guten Morgen. Hallo Stefan. Guten Morgen. Da ist Sandra. Jo Vogel. Vor Ort gab es
im Gegensatz zu den anderen Jahren in Frankfurt am Flughafen schon die Briefings, weil bis zum Zeitpunkt des Abflugs der Zielort gar nicht bekannt war bei den Teilnehmern. Das bedeutet, wir... Moment, bis zum Abflug wussten auch die Teilnehmer gar nicht, wo es hingeht? Okay. Dann stell dir vor, du meldest dich für irgendeine Gameshow, weißt nicht, überhaupt nicht, wo es hingeht. Bei so einem Survival-Format. Was packe ich ein? Wir mussten sehr breit briefen, dann ganz normal Technik-Briefing wurde gemacht, Erste Hilfe, generell so ein bisschen Gefahren, allgemeine Verhaltensregeln. Ready? Ready. Achtung! Das habe ich jetzt nicht eingeschüttet. Stinkstein! Ja, da starten wir. Herzlich willkommen, nochmal offiziell. Ja, wir haben heute einen straffen Zeitplan, Briefings. Wir sind hier gerade ohne Fritz. Wo ist er? Ganz wichtig, wir sind hier unterm Radar, so spielermäßig. Heißt, bitte, wenn wir rumlaufen, Leute euch erkennen, bitte keine Fotos machen. Wenn die Leute sagen, bist du nicht Joey Kelly, dann wendest du dich ab und sagst mir Bescheid am besten, dann erschrecke ich die. Das stimmt, wenn die in einem Frankfurter Flughafenhotel sind, dann gehen die natürlich auch mal raus, was essen oder so. Und wenn die dann zum Beispiel zusammen losgehen und irgendwelche Leute erkennen die dann, ja, können wir ein Foto machen oder dies und jenes, dann wird das gepostet, ja, Frankfurt, dann und dann. Und dann sind natürlich findige Leute immer wieder am Start und dann geht das Geliege wieder los. Oh, wer ist denn alles dabei bei Seven vs. Wild? Da gab es ja da, die haben sie ja voll geheim gehalten. Ne? Das war sehr, 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 sehr interessant, dass man das während des Briefings so gleich direkt aufs Tablett geschmiert bekommt. Vor allem gerade als Influencer stelle ich mir das, also als bekannter Influencer, stelle ich mir das echt schwer vor, ne? Wenn du dann so durch die Gegend gehen musst oder so. Böse. Weil, also weder ist bekannt, dass ihr die Teilnehmer seid, noch ist bekannt, was wir überhaupt machen, dass wir überhaupt reden, ist auch nicht bekannt. Ja, Fragen? Wo willst du hin? Sehr gute Frage. Ist ja nicht bekannt. Wir hatten jetzt Staffel 1 und 2, wurden Leute allein ausgelassen, Staffel 3 zu zweit. Dementsprechend, weil ja auch nicht bekannt ist, wie und wann und wo ausgesetzt wird, ob überhaupt, werdet ihr auch alles vorbereitet. Ich fühle mich gut, ich bin nervös. Ganz bisschen aufgeregt. Warte mal. Ich bin ausgesetzt wird, dementsprechend. Guck mal. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Hier sehen wir das aufgestickte Seven vs. Wild auf Joey Kellys Cap. In der nächsten Szene sieht man die Werbung der DVAG, Deutsche Vermögensberatung. Da ist das Seven vs. Wild abgeklebt. Habt ihr das gesehen? Weil ja auch nicht bekannt ist, wie und wann und wo ausgesetzt wird, ob überhaupt, werdet ihr auch alles vorbereitet. Ich fühle mich gut. Zack. Warum? Warum muss man jetzt hier das Logo abkleben? Ich frage für einen Freund. Exklusiv kann nicht sein, weil Camp David haben wir hier ja auch. Vielleicht mussten in dieser Einstellung diese beiden Sponsoren tatsächlich im Mittelpunkt stehen. Und das durfte gar nicht. Ich vermute, wir werden es nicht erfahren. Aber es ist so. Ich bin nervös. Ganz bisschen aufgeregt. Ich befinde mich schon in einem Auftrag, der einfach noch nicht gestartet hat. Und das ist wirklich nervig. Wir reden ein bisschen über Technik. Ich bin Debbie, bin mehr oder weniger schon seit Staffel 1 mit am Start. Deswegen bin ich heute hier, um euch die Technik zu erklären. Denn ich habe jetzt die letzten Jahre so ein bisschen gesehen, was ist schiefgelaufen. Ich würde das so feiern. Oder ich hätte es so gefeiert. Wieder gesessen hätten in dem Stuhlkreis. Und sie kommt rein, hallo, ich bin Debbie. Und dann so alle, hallo Debbie. Was war nice, also besonders in den Aufnahmen? Ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Allerwichtigsten zuerst. Und zwar, bitte alle eure Kameras. Wie jedes Jahr ist die GoPro das wichtigste Element im Technik-Case. Jeder der Kandidaten bekommt eine, um sich selber zu filmen. Dieses Mal auch schon für das Behind the Scenes. Das Technik-Case bekommt in diesem Jahr ein kleines Update. Die Anzahl der Kameras wird der für die Kandidaten noch unbekannten Gruppensituation angepasst. So, drei Camcorder, also so, ne? Eine Stirnlampe, fünf Gorilla-Pots, das sind diese Klemmstative. Hättest du dich selbst in der Staffel gesehen, da flinnen sie.
sprechen wir später drüber. Grundsätzlich sehe ich mich in jeder Survival-Folge, in jedem Survival-Element. Ich habe nur nie Zeit dafür und ich bin zu fett und zu faul und deswegen nicht. Reisestative, ein Satellitentelefon, Kassettenrekorder. Ein Kassettenrekorder? Ach ja, ich glaube, ich weiß, wofür der ist. Eine GoPro pro Teilnehmer, 14 SD-Karten pro Teilnehmer, 4 Powerbanks pro Teilnehmer, Garmin InReach, das ist, glaube ich, dieser SOS-Sender, ein GoPro-Headstrap für Köpfchen und ein GoPro-Dual-Charger. Okay. Da müssen eine ganze Menge Zeug mitschleppen. Die schleppen mehr mit als ich. Was, wenn ich mich aus Versehen nackt filme oder so und das löschen möchte? Dann habe ich Pech. Ja, du hast theoretisch Pech. Also was ich euch auf jeden Fall versprechen kann, das war immer schon so. Ich gucke auf jeden Fall den Content von euch an. Das guckt kein Mann an. Das ist schon mal Step Nummer 1. Das finde ich sehr, sehr geil. Das finde ich sehr, sehr geil. Weil ich denke mal, wenn man sich in der Wildnis bei diversen Situationen filmt, gerade als Mädel, könnte das dann durchaus hilfreich sein, wenn man weiß, okay, alles klar, der Preview wird nicht von einem Mann durchgeführt, sondern von einer Frau. Also ich als Mädel könnte mich da dann durchaus mit anfreunden. Das finde ich sehr, sehr fair. Dann haben die Teilnehmer als kleines Add-on ihre erste GoPro schon bekommen, um sich selber zu filmen. An diesem Tag, an der Anreise. Zum einen, um ein bisschen das Kamerateam zu entlasten, weil die können natürlich nicht überall immer sein. Das sind 8 Leute mit Backup-Kandidat, die da anreisen. Und dann haben die sich da in, ja, würde ich schon sagen, ziemlich intimen Momenten auch gefilmt im Flugzeug. Also auch Situationen, wo du als Kameramann gar nicht hinkommst eigentlich, ne, im Normalzustand. Wir müssen uns aber nicht beim Kacken und nicht beim Onanieren filmen, oder? Wir dürfen uns nicht beim Kacken und nicht beim Onanieren filmen. Und du als Kerl möchtest dann auch von einem Mädel previewt werden, Fully? Mir wäre das völlig egal. Mir wäre das völlig Wurst. Keine Pflicht. Ich würde es mir wünschen. Ja. What the fuck? Ehrlicherweise haben es Kevin und Reese letztes Jahr gut gelöst. Yeah. Die Nummer war auch so krank. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen, Papa Platte und Reese? Habt ihr das mitbekommen in Staffel 3? Die beiden haben gesagt, okay, für die Wissenschaft gehen die sich einen von der Palme wedeln. Und dann sind sie in verschiedenen Richtungen und schlappern sich erstmal ein. For the science. Ja, machen wir es mal. Für die Wissenschaft. Ja, der genau. Clip, wo sie dann groß zurück in verschiedene Richtungen gehen und irgendwie hat gesagt, wir haben natürlich das nicht gefilmt, aber das zu thematisieren ist natürlich spannend, weil alles gehört dazu. Ich weiß, es ist natürlich unangenehm, aber dieses Thema kacken zu gehen, wenn man es nicht gemacht hat, in der Wildnis, ohne Klopapier, ist halt ein Thema. Aber kacken in der Wildnis ist tatsächlich ein Thema. Jeder, der von euch schon mal draußen kacken musste an irgendeiner Autobahn, Raststätte oder sowas, oder wo man dann gesagt hat, okay, bevor ich auf dieses Klo gehe, lehne ich mich lieber an den nächsten Baum oder so. Es ist manchmal gar nicht so einfach. Ne? Es ist manchmal gar nicht so einfach. Insbesondere dann das Ganze auch wieder sauber zu kriegen. Ne? Wenn man nichts dabei hat. Kann schwierig werden. Schlecht sein und so werden grundsätzlich gepixelt auch, ne, oder? Ja, müsste ja. Wegen YouTube allein, ne? Ich brauche mir jetzt keine aber Gedanken machen, was ich. Und so werden grundsätzlich in der Wildnis ohne Klopapier ist halt ein Thema. Aber Geschlecht sein und so werden grundsätzlich gepixelt auch, ne, oder? Ja, müsste wegen YouTube allein, ne? Natürlich. Ich brauche mir jetzt keine Gedanken machen, was ich irgendwann meinen Penis sehe. Wie, Flying Uwe sieht seinen Penis nicht? Das würde mir zu denken geben. Ich meine, bei mir verstehe ich das, aber bei Uwe? Hm. Wild kacken ist schon eine andere Nummer als wild pinkeln, das stimmt wohl hier. Heute ist das Thema tödliche Backpfeife. Das Moinsen! Moin, Butter! Das sind Emotionen hier, das glaubt ihr gar nicht. Guckt euch an, was wir geschafft haben. Okay. Gelernter Maler und Lackierer. 90 Kilo. Influencer, Unternehmer, Kampfsportler. Oh, 37 ist er schon? Bruder. Uwe ist halt erfolgreicher Unternehmer, Kampfsportler durch und durch. Also jemand, der sehr, sehr viel Disziplin mit sich bringt. Der aber auch, und das war auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, den müssen wir dabei haben. Null Outdoor-Skills.
Der hat wenig Ahnung von Auto und Überleben, aber ist halt schon so ein bisschen so ein Alpha-Tier. Ne? Also ist jemand, der auch Hamburger Schnauze, der mal einen Mund aufmacht, der sich nicht auf der Nase rumtanzen lässt. Um dann einfach zu sehen, okay, was passiert? Ne? Ordnet der sich einfach unter oder sagt er denn plötzlich, nee, wir machen das hier mal ganz anders? Medic Briefing. Jetzt geht's, wie ihr schon sehen könnt, um Medizin und unter Umständen um Maßnahmen, die euer Leben verlängern, / retten. Ja, das macht Björn, unser Notfallsanni. Wir behandeln hier jetzt Themen, Verletzungen, Ereignisse, die am wahrscheinlichsten für euch sind. Das ist in allererster Linie die Blutung. Ihr bekommt alle ein Medikit. Da sage ich auch nochmal vorweg, tragt das Ding immer. So ein Medikit ist sehr, sehr interessant. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich mal überlegt, was wäre tatsächlich da vor Ort so ziemlich das Schlimmste, was passieren könnte. Das ist tatsächlich eine Blutung, ne? Dass man irgendwo blutet, dass man sich irgendwas bricht, ist abhängig von der Stärke der Blutung manchmal nicht ganz so schlimm, als wenn du jetzt zum Beispiel dir hier den Unterarm aufreißt oder sowas und da irgendeine blutführende Arterie oder Vene oder sowas triffst und dann irgendwie am Ausbluten bist oder sowas, ne? Dann bricht man sich manchmal lieber einen Fuß oder so, ne? Also, lass mal ganz kurz überlegen, was könnte man denn noch an fiesen Verletzungen oder Sachen haben, wo man sagt, okay, ich brauche ein Medikit. Wenn man mal so überlegt, tatsächlich eigentlich nur Brüche und Blutungen, oder? Schlangenbisse in Neuseeland weiß ich jetzt nicht so, ob es da Schlangen gibt. Ansonsten zum Beispiel, wenn man von irgendeinem Elch oder sowas auf die Hörner genommen wird, dann ist das ja auch entweder eine Blutung oder ein Bruch oder sowas, innere Verletzung, äußere Verletzung, irgendwas mit Blut halt. Aber egal, weiter. Krankheiten. In 2 Wochen, da kann sich schon tatsächlich irgendwie eine bakterielle Infektion oder sowas bemerkbar machen, die man sich beim Trinken von vergiftetem Wasser oder kontaminiertem Wasser, sagen wir mal, bildet. Ich glaube, da kriegt man doch schon relativ schnell eine körperliche Response in Form von Montezumas Rache, aka Dünnschiss oder so. Aber was ist noch in dem Medikit drin? Kriegen wir das raus? Die Kandidaten werden intensiv und universell auf Notfälle unterschiedlichster Art gebrieft. Boah, Tourniquet. Wie auch im letzten Jahr erhalten die Kandidaten ein Medikit. Dieses enthält die wichtigsten Utensilien für eine schnelle Versorgung. So, lass mal gucken. Handschuhe. Okay, Handschuhe ist klar, benutzt man grundsätzlich beim Verarzten von Wunden. Wundpackung, ein EpiPen, also Epinephrin. Notfalltraumaverband, Natriumchlorid, sprich Kochsalz, Jod, Pflegepads, Mulltupfer, Gips zum Schienen vielleicht von Brüchen, Loratadin, keine Ahnung, was das ist, Ibuprofen ist klar, Kopfschmerzen und entzündungshemmend, Paracetamol ist auch, glaube ich, Schmerzmittel, Notfalldecke, was ist Jelone? Ist Jelone ein anderes Wort für Tourniquet? Keine Ahnung. Dreiecksverband ist immer gut. Ein Kältepack, sterile Streifen, Wundkompressen, Wundverband, Aderpresse und wahrscheinlich eine Trillerpfeife. Und was ist eine Aderpresse? Also Aderpresse stelle ich mir halt irgendwie so ein hochpräzises chirurgisches Instrument vor, wo ich drastisch ausgedrückt in einen abgerissenen Arm reingucke. Okay, da ist Ader, Blutgefäß, da macht's dran geflanscht und fertig. Okay, Aderpresse ist ein Druckverband. Aderpresse ist das Band, wirst du noch sehen in der Folge. Ist die Aderpresse das Tourniquet? Weil das kenne ich von der Bundeswehr. Tourniquet ist, ne, schnubbelst du rum und dann drehst du es zu und dann fällt dir der Arm ab. Paracetamol ist mehr fiebersenkend, eher sekundär gegen Schmerzen. Paras ist also fiebersenkend und Ibuprofen ist halt entzündungshemmend. Okay, wo ist jetzt, aber immer noch die Frage, was ist Jelone? Ich glaube, Jelone ist ein Paraffin-Wundverband. Also quasi Kerzenwachs. Okay, weiß ich Bescheid. In einem Notfall.
Also man merkt auf jeden Fall, dass es taub wird. Das war ein Tourniquet. Ist dann wahrscheinlich die Aderpresse. Alter, Digga, mein Arm wird abgetrimmt gerade. Das ist ganz mies. Tourniquet ist wirklich ein ganz, ganz mieses Ding. Und gerade jetzt bei solchen Tests, ne, bei, wenn man mal ausprobiert, wie funktioniert das, wie dicht macht das, wie sehr drückt das ab, da kannst du dir sowas von wehtun. Da kann man sich sowas von bei wehtun. Nicht, weil man sich den Arm abdrückt, sondern in diesem Falle, weil er noch zwei Schichten Klamotten darunter hat. Er hat wahrscheinlich ein T-Shirt drunter und diesen Pulli. Und jetzt stellt euch mal vor, ich versuche das hier mal zu zeigen, man nimmt das Ding, kann man das sehen, und verdreht, während das zu sich zusammenzieht, verdreht das hier so ein bisschen und dann kneift das. Ei, das tut richtig böse, böse weh. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn sich so die Haut noch so ein bisschen mit eindreht in irgendeinen Stoff, der da drüber liegt und das mit rein und dann zusammengepresst wird, das tut so weh, als wenn dich einer kneift. So mit spitze Fingernägel, Alter. Ganz, ganz böse. Ganz, ganz übel. Macht Aua. Also jetzt so als Trockentest, ne? Wenn dir da die Suppe aus dem Arm fließt, dann ist dir das scheißegal, ob da was T-Shirt eigentlich, ob dich da einer noch in den Arm kneift oder nicht. Das ist dir dann Wurst. Aber so jetzt im Trockentest ist das sehr, sehr unangenehm. Oh. Ich glaube, so muss sich das anfühlen. Sonst verlierst du den Arm. Und ja, es muss sich tatsächlich genauso anfühlen. Es muss wirklich, du musst dann wirklich das Gefühl haben, dass der Arm abstirbt. Denn genau das ist der Sinn dieses Dings, dass wirklich der Blutfluss komplett unterbrochen wird da, dass du eben nicht deinen ganzen Lebenssaft aus dir rauspumpst. Ich sag's euch, ich kann kein Retten, mich selber ohne Jalla. Das ist ein normaler Druckverband. Es hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht, was passieren könnte. Aber ich glaube, es wird nicht passieren. Ich hoffe, dass ich mit einem bin, wo ich auch richtig mal lochen muss. Weil zwei Wochen, das wird meine Sommerdiät hier, ne? Weil ich hoffe, dass ich jetzt die 14 Tage übelst abnehme, nichts essen. Darauf freue ich mich irgendwie auch. Und an dieser Stelle ist, glaube ich, genau der richtige Moment, wo ich die Frage von vorhin beantworte. Von, ich glaube, von Duff Lindsay war das. Hatte gefragt, hättest du dich selbst in der Staffel gesehen? An dieser Position sage ich definitiv ja. Hätte ich mich selber gesehen, weil shit egal, ob ich es packe oder nicht. Ich würde mit Sicherheit abnehmen. Ich glaube, das wäre gar nicht schlecht. Oder werde ich? Davon abgesehen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe mich tatsächlich in so einem Format nicht wirklich jetzt offiziell und mit irgendwie, keine Ahnung. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob ich Bock hätte, bei sowas mitzumachen, würde ich instant sagen, ja. Ich würde aber gerne wissen vorher, auf was ich mich da einlasse, damit ich mich entsprechend auch kopfmäßig vorbereiten kann. Ist hierbei tatsächlich schlecht, weil hier wird ja quasi, deswegen heißt die Staffel auch Crashed, hier wird ja ein Flugzeugabsturz quasi simuliert. Wobei ich hätte mich hier vielleicht auch gesehen, aber auch nur vielleicht. Nur ganz vielleicht, weil Neuseeland ist im Winter ziemlich kalt. Ziemlich kalt. Heftig aussehen. Ja. Selbstsander. Oh Gott. So hätte ich aber auch geguckt. Oh, da ist er. Ja. Oh Mann. Ich habe damals schon ein paar Vlogs hochgeladen, aber die waren halt komplett scheiße. Ganz wichtig ist, dass wir Pausen machen. Pause machen ist wichtig, ja. Ich mag sie. Wie, hat eigene Eismarke? Wusste ich auch nicht. Podcasterin, Influencerin. Eine eigene, welches ist denn ihre Eismarke? Chat, wisst ihr das? Kriegt's mal raus. Schreibt in die Kommentare, dass ich ein cooler Mensch bin. Jo. Das wird nochmal ein extra Entzug. Also ich hoffe ja, dass ich wenigstens eine Zigarette am Tag bekomme. Süchtiger als mein Handy. Scheiß die Wand an, Alter. Sandra hat natürlich auch keinerlei oder sehr, sehr wenig Erfahrung im Outdoor-Bereich oder was jetzt so Überlebenstechniken angeht. Aber sie ist an sich... Fritz, da wäre ich mir nicht so sicher. Sie war bei Knossis Castle-Ding dabei. Sie weiß auf jeden Fall, wie man paddelt. Das weiß ich.
ein sehr starker Mensch, so von der Persönlichkeit, auch extrem witzig, durchsetzungsfähig, aber halt irgendwie auch, glaube ich, sehr empathisch, ja, kann sich irgendwie in die Leute reinversetzen und ist da ein bisschen emotionaler und nicht so abgestumpft wie manch andere. Fühlst du dich vorbereitet, Hugo? Nein. Wir gehen mal nach draußen. Überhaupt nicht. Wird sicherlich anspruchsvoll werden. Man kann das Beste draus machen und ich bin gut vorbereitet. Und man weiß es nie. Auf sich zukommen lassen. Gleich. Hallo, ihr salzigen Lagrit-Schnecken, ihr sonnigen Sesamklingel. Joe Vogel hier. Der Kante vorbeigezogen. Ich habe Seven vs. Wild durchklicken müssen. Eieiei. Wie das funktioniert. Alter 40, Beruf Biologe, Survival-Experte, hat 19 Bücher geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr die letzten Seven vs. Wild Staffeln verfolgt habt, aber da hat Joe Vogel ja immer entsprechend auch Reactions drauf gemacht. Und zwar aus seiner Sicht als Biologe und Survival-Experte. Und da ist das Ganze nicht so wirklich gut bei weggekommen. Aber ich vermute mal, dass es in dem Fall tatsächlich darum ging, dass er halt, also ist es so meine persönliche Empfindung, meine Meinung, dass Joe Vogel eben das Ganze aus Sicht wirklich Survival-Elemente, genau wie ich das Ganze gesehen habe, also von wegen keine Feuer machen in vernünftig groß und keine Tiere töten, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, aus der Richtung hat Joe Vogel das auch gesehen und hat von daher gesagt, das, was die da machen, hat nichts mit Survival zu tun, sondern ist halt eine Gameshow. Ne? Weil, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Knossi in der Staffel 2, 3, in der Staffel, bin ich jetzt blöd? Staffel 2, Staffel 3, Staffel 2, an der Südseeinsel, ne? Dass der da, wenn es eine wirkliche Survival-Situation gewesen wäre, dass der da die ganze Zeit am Strand in der Hängematte gelegen hätte, in Anführungszeichen. Ne? Nicht, dass er das getan hat, aber ihr wisst schon, wie ich es meine, denke ich. Von daher verstehe ich da schon so ein bisschen auch die Aussagen vom Joe Vogel. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich mich freue, dass er jetzt in dieser Staffel tatsächlich dabei ist, weil jetzt kann er wirklich mal zeigen, er hat eine Menge Hate kassiert auch für diese entsprechenden Reactions. Und jetzt kann er wirklich mal zeigen, was er wirklich drauf hat. Und da freue ich mich drauf. Geh raus, mach's gut, bleib gesund. Jetzt kann er und soll er einfach mal zeigen, was er drauf hat. Er kommt da sehr aus der Fachrichtung, aus dem Studierten, aus dem akademischen Bereich. Und ja, da sind wir vielleicht auch hier und da mal ein bisschen aneinander geraten. Aber wie gesagt, alles im entspannten Rahmen. Da bin ich natürlich immer dafür, wenn jemand dann... Oh, so entspannt war der Rahmen manchmal nicht. ...sagt, ja okay, dann stelle ich mich dem Ganzen mal. Und deswegen war ich wahrscheinlich tatsächlich von allen Teilnehmern am begeistertsten darüber, dass er zugesagt hat, weil ich auch selber Lust drauf habe, zu sehen, wie schlägt er sich. Hat dir das Medizinische irgendwie weitergeholfen? Ich weiß, was ich machen soll, wenn ich tot bin. Nee, also wenn ich halt... Hat er eben gesagt, ich weiß, was ich machen soll, wenn ich tot bin? Okay, alles klar. Wenn ich halb tot bin. Checkst du? Also bist du guter Dinge, dass nichts passiert? Ja, nee, passiert nichts. Fühlst du dich gut vorbereitet? Eigentlich schon. Aber was kommt denn jetzt eigentlich noch? Abnehmen war das Letzte, an was ich gedacht hätte. Mir ging es eher um die Herausforderung im Allgemeinen. Daflinsi, ja. Ja, die Herausforderung selber. Hätte ich auf der einen Seite Bock drauf. Und zwar tierisch. Aber ich weiß nicht, weil ich in dieser Situation noch nicht war und mich auch nicht wirklich reinversetzen kann. Ich könnte jetzt nicht sagen, mache ich easy, gehe ich durch mit fliegenden Fahnen. Weil ich weiß, manchmal interessiert mich Wetter überhaupt nicht. Manchmal ist mir Wetter scheißegal. Und dann renne ich halt durch den Regen, werde nass bis auf die Haut. Und habe damit überhaupt kein Problem.
passiert mir das allerdings bei minus 10 Grad draußen, dass ich nass bis auf die Haut bin und habe dann nicht die Möglichkeit, wirklich ein großes Feuer zu machen, woran ich mich wärme und meine Klamotten trocknen kann, dann würde ich sagen, in dem Moment ist die Nummer für mich vorbei, weil das nichts mehr mit Survival zu tun hat, sondern nur noch mit, ja, du hast ein kleines Feuerchen. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, wenn ich so ein Ding mitmachen würde, wollen würde, dann nur, wo ich auch wirklich survivalen kann. Das heißt, mich guckt keiner krumm an, wenn ich eine Palme fälle. Siehe Fritz Meinecke in Staffel 3. Mich guckt keiner an, dumm, wenn ich auf der Kamera zeige, wie ich einen Fisch ausnehme. Oder von mir aus auch einen Hasen aus dem Anzug schlage. Sprich, heute und ausnehme und dann grille. Ne, da musst du ja heute halt tierisch aufpassen mit solchen Sachen. Und eben halt auch die Nummer mit dem Feuer machen. Ne? Wenn ich kein großes Feuer machen kann, woran ich mich wärmen und meine Sachen trocknen kann, gerade in so einem Gebiet wie zum Beispiel Kanada, da ist so eine hohe Luftfeuchtigkeit, da gehst du einmal halb durch den Wald, kommst wieder raus, bist du nass, egal bei welchem Wetter. Und wenn du dann noch scheiß Wetter hast, bewölkt, keine Sonne, vielleicht sogar noch Nieselregen und so, dann hast du verloren. Dann hast du einfach verloren, wenn es dann kalt wird. Deswegen, ohne Feuer, nein. Ich hoffe, das beantwortet jetzt deine Frage. Das ist Jonathan, unser Sicherheitsexperte. Hallo. Auch hier wieder unter Umständen lebensrettend. Deswegen Ohrenspitzen. Fragen. Und los geht's. Wir haben das Telefon mit dem Adapter, mit der Adapterschale dazu und das Energiegerät. Die Empfänger sind also auch in Staffel 4 arbeiten wir mit dem bewährten Codesystem. Jeden Morgen und jeden Abend schickt jeder Kandidat einen Code Green, um zu signalisieren, dass es ihm gut geht. Sollte ein Kandidat aussteigen wollen, ohne dass eine wirkliche Notfallsituation besteht, drückt der Code Yellow. Im Falle eines Notfalls, der einer sofortigen Evakuierung bedarf, drückt der Code Red. Bei einem Abbruch... Warte mal, hier oben ist Wanaka. Und hier findet die ganze Nummer statt. Da ist die Küste. Okay. Kommt das Satellitentelefon zum Einsatz, mit welchem wir uns schnell einen Eindruck über die Situation verschaffen, sie bewerten und entsprechend schnell handeln können. Oh, warum machst du das, Sandra? Ich habe nicht vor, den gelben Knopf zu drücken. Für mich gibt es wirklich nur den grünen Knopf oder den roten Knopf. Und wenn ich rausgehe, dann wirklich, weil ich nicht mehr kann. Ganz ehrlich, dieses GPS-Gerät ist ja einfach mein Weg raus, beziehungsweise meine Rettung, wenn ich gerettet werden muss. Und wenn das nicht funktioniert oder ich da irgendwas falsch mache, ja, dann bin ich ja am Arsch. Im Gegensatz zu den letzten Jahren gibt es eine Besonderheit bei Staffel 4, nämlich die Teilnehmer wissen im Prinzip gar nichts. Sie wissen Wenn es ums Überleben geht, wer achtet da bitte auf den Naturschutz? Ja, Akalana, aber du darfst nicht vergessen, dass es immer noch eine Game Show in Anführungszeichen ist. Es ist eine Show, es ist eine Unterhaltungssendung, ein Unterhaltungsformat. Ne? Und da muss man dann halt auch entsprechende Abstriche machen. Und das haben sie halt in den Staffeln 2 und 3, also ich glaube in 2 nicht ganz so, aber in Staffel 3 haben sie das auf jeden Fall gemacht. Das war wie gesagt Kanada und da hatten sie diese kleinen transportablen Faltfeuerstellen. Und da konntest du weder Schuhe noch Socken, geschweige denn eine Hose oder eine Jacke trocknen oder einen Schlafsack. War einfach nicht machbar. Das heißt, deswegen waren die im Prinzip die ganze Zeit immer klamm. Und damit meine ich jetzt nicht so klamm, sondern klamm. Ne? Temperaturen gingen da aber. Das Setting in Neuseeland wären die gnadenlos erfroren. Da wären die aufgestanden und hätten steif gefrorene Klamotten gehabt. Keine Chance, das da zu machen. Weder wo es hingeht, noch wissen sie, in welcher Konstellation sie ausgesetzt werden, alleine, zusammen oder in der Gruppe. Noch kennen sie die genauen Umstände. Das bedeutet, wir haben im Vorfeld gebrieft auf alles, auf jede Situation, dass jeder zum Beispiel sich alleine versorgen kann, medizinisch. Aber auch, dass jeder weiß, wie er zu filmen hat, für sich alleine und so weiter. Das haben wir alles in Frankfurt gemacht. Und dann ging es auch im Prinzip direkt los. Krass. Ich sag mal so, zieht euch so an, dass ihr jederzeit ausgesetzt werden könntet. Ne? Wann jetzt? Jetzt. Ja, jetzt. Ihr zieht jetzt an, was ihr... Ich bin in Frankfurt Hauptbahnhof ausgesetzt. Und in Neuseeland ist der Naturschutz viel stärker als bei uns. Ja, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, dürfen die jagen. Die können, ich sag's jetzt mal knallhart, sie können Hirsche töten. Also sie dürfen Feuer machen, sie dürfen Bäume fällen,
sie dürfen. Und das ist interessant. Ja, ich ziehe jetzt nicht von dir zwei Socken an, ne? Dann war das. Auch schon die Socken? Ich schwöre, bitte zieh einfach alles an. Digga, ich habe mir extra 10 und ein paar Unterhosen gekauft, wieder, damit ich die alle beieinander ziehen kann. Das ist ein 10 Paar Unterhosen übereinander anziehen ist gar keine schlechte Idee, wenn sie nicht irgendwie limitiert sind, was die Sachen betrifft. Sind sie limitiert, was die Ausrüstungsgegenstände in Anführungszeichen betrifft? Haben sie überhaupt Ausrüstungsgegenstände? Ich weiß das gar nicht. 2, 3, 4 und darunter so ein Schalter. Da drunter ist ein Schalter. So, selbstgenähtes Teil im Übrigen. Selbstgenäht. Selbstnähen lassen. Das ist eine eigene Entwicklung. Ich sehe das nicht. Der Prototyp. Eigenentwicklung Prototyp? Warte nochmal. Nee, selbst nähen lassen. Das ist eine Eigenentwicklung. Ich sehe das. Bauchtasche, Brusttasche, andere Taschen sehe ich nicht. Was ist das für ein Material? Ist das Synthetik oder was ist das? Weiß das jemand? Na, wahrscheinlich nicht, ne? Der Prototyp. So, auf jeden Fall gut aus. Ich habe das hier als Regenjacke. Drunter ist gar nichts. Joey Kelly wieder ausgestattet von Camp David mit Hardcore Survival Equipment. Macht Camp David sowas auch? Ich glaube, es ist ein normaler Windbreaker, ne? Ich glaube, ich würde tatsächlich, Eggert, du kennst das Modell der Jacke, die ich anziehen würde, so eine Softshell-Jacke. Da habe ich tatsächlich eine Jacke, ist von Engelbert Strauß, Hashtag unbezahlte Produktplatzierung, lol. Mit dem Ding bin ich tatsächlich mit dem Motorroller gefahren, eine Stunde bei ungefähr minus 17 Grad und strömendem Schnee, ja natürlich. Und massivem Schneefall bin ich mit dem Roller gefahren und ich hatte nur ein T-Shirt drunter. Es war nicht warm, aber ich habe auch nicht gefroren. Es war akzeptabel. Und wenn ich da noch ein bisschen mehr drunter gehabt hätte, hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass diese Jacke völlig ausreichend wäre. Und eine. Nein, es gibt keine Schlangen in Neuseeland. Bären und Krokos, eher nicht. Und damit auch keine Giftschlangen. Ihr könnt beim Wandern nicht von giftigen Insekten oder Spinnen gestochen oder gebissen werden. Und beim Baden müsst ihr keine Angst vor Krokodilen haben. Eine warme Jacke. Dreischichtsystem. Wie lange geht die so? Lange Unterhose, beste. Das ist zum Beispiel übertrieben jetzt. Ja? Zieh eine lange Unterhose. Nee, das ist für dich ausziehen. Eine lange Unterhose ist okay. Ja, aber das ist. Okay, haben die ja jetzt eine Limitierung? Eben wurde doch irgendwas gesagt von wegen, zieh das an, was du mitnehmen willst oder sowas, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, oder? Ich will jetzt nicht zurückspulen. Also wenn man dann nicht begrenzt ist, wirklich, dann würde ich natürlich auch alles Mögliche an Zeug anziehen. Dann schwitze ich halt während der Anreise wie ein Schwein, aber habe dann entsprechend möglicherweise trockene Reserven, wenn irgendwas nass wird oder so. Das größte Raubtier in Neuseeland ist der Mensch und einige unerzogene Hunde. Okay. Weil mein Schwanz so lang ist. Weil, hat er nicht gesagt. Mann, ein Wort. Digga. Hugo, was hat das gehabt? Ich versuch das zu fixen. Und du hey! Ja, definitiv gefixt. Let's Hugo. Alter 21, Streamer, 85 Kilo, hat 76 Tage am Stück gestreamt. Ja, aber mit, ich habe das nicht mitbekommen, aber ich gehe davon aus, mit der falschen Markierung auf Twitch, I'm only sleeping. Ohne Pause. Habe heute von Julia gehört, normal hätten sie von allen nur einen Teil mitnehmen dürfen. Aber da hat sich keiner dran gehalten. Oh, verstehe, gut. Hast du mit Julia gesprochen? Oder hast sie das irgendwo erwähnt? Das wäre interessant zu wissen. Müsste ich mal angucken. Also 76 Tage am Stück gestreamt. Ich denke, er hat Pausen gemacht, sprich schlafen. Und das ist ein Fun Fact. Die meisten, die dann auf I'm only sleeping gehen, haben eine falsche Markierung auf Twitch, eine falsche Kategorie. Denn I'm only sleeping ist tatsächlich ein Spiel, was man eigentlich auch spielen könnte, müsste, wenn man die Kategorie wählt. Das ist von, keine Ahnung, ist uralt. Aber es ist ein Spiel tatsächlich. Sie hat die erste Folge gestreamt, aber ohne VOD. Ja, das dürfen sie auch noch nicht, ne? Also die dürfen noch keine Konserven-Reactions hochladen, denke ich.
Weil das habe ich nämlich auch noch nicht mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass Stefan vorgestern die erste Folge reacted hat auf Twitch. VODs dürfen sie halt nicht machen oder auch auf YouTube hochladen. Also das ist so meine Vermutung. Ich habe mir, wie gesagt, meine eigenen Regeln dafür aufgestellt, aus Respekt vor den Creatoren, vor den Machern. Ich warte tatsächlich, bis das Ding auf YouTube kommt und reacte dann auf die YouTube-Folge. 24 Stunden später oder 48, ich weiß nicht, was Fritz da noch sagen wird, werde ich es dann auf YouTube hochladen entsprechend. BTS, 24 Stunden. Muss reichen. Was mache ich? Digga, da hätte er drauf treten können. Da hätte er einfach drauf treten können. Gut, dann wären die schönen weißen Socken halt ein bisschen aschig gewesen, aber hey, da hätte er drauf treten können. Ganz ehrlich. Ich kenne ihn nur so aus seinen Streams, aber was passiert mit dieser Art, wenn man sie plötzlich ja, in eine unangenehme Situation packt? Und das war genau das, was wir sehen wollten. Keinen Rechner zu haben, keine Ablenkung, kein Handy, keine Spiele, kein Stream, kein Chat, sondern einfach draußen in der Natur zu sein und das halt wirklich von früh bis abends. Darf ich das mitnehmen? Du willst nicht Neuerscheinung. Und das? Das habe ich nur gekauft, weil ich glaube, das ist ein cooler Aussehen. Das ziehst du da nicht an. Das ziehe ich nicht an? Ja, das kannst du anziehen. Aber was sieht fresher aus? Sorry. Aber das ist halt billig as fuck. Ja, musst du dich entscheiden. Ich muss sagen, das ist so das, wo es optisch hingehen soll. Das ist viel. Ja, was Joe anhat, Joe Vogel, das ist das, wo es optisch hingehen soll. Und Hugo da im Urban Street Trainings Outfit mit Fußballertrikots oder was? Ja, aber wie krass ich aussehe. Ich habe auch noch. Ich meine, das Tarnhemdchen ist schon passend, ne? Also, wobei, stell dir vor, du liegst da, bist am Bluten und so und die finden dich nicht, weil du getarnt bist. Denk mal drüber nach, vielleicht ist das die richtige Entscheidung. Ronaldo-Trikot. Unterschrieben. Jawohl. Von Ronaldo. Das heißt, klar, ich gehe auf einen Survival-Trip. Ich werde mich wahrscheinlich durchs Unterholz robben. Ich werde auf dem Boden schlafen. Ich werde nass sein bis auf die Haut. Meine Klamotten werden total versaut. Und ich ziehe ein von Ronaldo handunterschriebenes Trikot an. Kann man machen. Ist dann halt Kacke. Das ist deine Entscheidung. Willst du das hier tauschen gegen das hier? Was? Nein, in den Fliegen. Nein, ich muss das mitnehmen. Das sieht kriegerisch aus. Du brauchst eine Regenjacke auf dem Tag. Ja, das ist vernünftiger Fleece zum Beispiel. Ja, das tauscht den gegen das Hemd. Aber ich will cool aussehen. Mit dem Fleece von Joey jetzt. Aber ich will cool aussehen. Wir wissen noch nichts, deswegen denken sie, es wird warm. Ja, denken, dass es warm wird, ist auf der einen Seite ja okay. Aber wenn ich nichts weiß, dann muss ich mich auf alle Eventualitäten so gut wie möglich vorbereiten. Das heißt, ich ziehe mich so warm an, wie ich kann. Weißt du, das ist das, was ich mal sage. Deswegen mag ich persönlich den Winter, also die kalte Jahreszeit, den Winter selber nicht, aber die kalte Jahreszeit eigentlich lieber als den Sommer. Weißt du, im Winter kann ich mir anziehen, Zwiebelschalenprinzip. Im Sommer, wenn es warm ist, kann ich mich nur ausziehen bis auf die Haut. Danach ist vorbei. Ne? Darf man nicht vergessen. Kunststoff ist nice oder nie so gut wie Baumwolle. Ja, das stimmt, Eckart. Ja. Besser, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber guck mal, das Problem ist, das T-Shirt braucht... Schöne Windschützen, also eine schöne dichte Jacke, die hoffentlich vor Feuchtigkeit und Wind schützt. Das ist ganz, ganz wichtig. Regenschutz, Nässeschutz. Ich unbedingt, weil das sieht krass aus. Das weißt du auch. Das sieht krass aus. Das Manuel Neuer Trikot brauche ich eigentlich auch. Das habe ich einfach nur, weil es fresh aussieht. Ja, das war's eigentlich. Jetzt, wenn du so sagst, macht alles Sinn. Ja? Junge, das ist auch wieder Hugo-Logik, ne? Geil. Bei ihm habe ich wirklich Angst, dass er nicht einfach nach 2 Stunden sagt, mir ist kalt, ich muss gehen. Ich glaube, es haben sich ein paar nicht so gut vorbereitet. Was sie gerade sagt, Ich glaube es wirklich. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube es. Aber so naiv, bekloppt in Anführungszeichen, nicht negativ gemeint,
wie Hugo gerade getan hat oder wie Hugo sich darstellt oder hier gerade dargestellt wird, ist der gar nicht. Der mag vielleicht default verplant sein, default verpeilt, aber ich denke nicht, dass er jetzt so sich nicht der Sache bewusst ist, was da jetzt passiert, worauf die sich einlassen bei so einer Nummer. Von daher denke ich, das ist, es ist gerade ein bisschen schwierig auszudrücken, Eckart. Meinst du, war alles nur für die Cam? Bedingt. Es ist eine Kamera an und wenn man, ich sag mal, Influencer ist, dann ist man, wenn die Kamera an ist, in einer anderen Rolle. In der Regel. In der Regel ist man jemand anders. Ich bin jetzt im Moment auch jemand anders. Eckart, das weißt du am allerbesten, dass ich jetzt im Moment mich in diversen Sachen anders verhalte, als würden wir uns jetzt gegenüber sitzen und ich mit dir reden. Meine ich zumindest. Du kannst das wahrscheinlich besser beurteilen als ich. Back to Hugo. Ich glaube, Hugo ist sich bewusst, dass da etwas passiert. Er weiß aber vermutlich nicht genau im Moment, wie er es handeln soll. Ich glaube aber nicht, dass das, was Julia gerade gesagt hat, auch nur ansatzweise zutrifft, dass er der Meinung ist, ach ja gut, jetzt bin ich 2 Stunden hier, es ist scheiße, ich fahre wieder. Ich glaube, so schätze ich Hugo nicht ein. Ich schätze Hugo eigentlich mehr ein so, mehr wie, mir ist das alles egal, ich bin halt einfach jetzt hier und beiß mich da durch. Ne? Also das ist so eher das, wo ich hindenke in die Geschichte. Er ist so, oh, ja, ist halt scheiße kalt und ich friere mir den Arsch ab und hey, aber ich habe eine Kamera. So meine ich das. Ich hoffe, das kommt halbwegs rüber, wie ich das meine. Deswegen wird das spannend. Hier entscheidet sich's und nicht, ja, was ich anhabe. Ja. Wie Urin ist nicht trinkbar. Nee, komm. Auf geht's. Seven vs. Wild. Super. Und wir haben Feuer gemacht. Easy peasy. So, Fritz, ich habe jetzt die Messlatte mal ein bisschen hochgesetzt. Stefan Hinkelmann, 48, YouTuber, Survival-Experte, 70 Kilo. Welche Größe? Bei welcher Größe? Das ist relativ klein, ne? Im Vergleich zu anderen. Ah, du bist nicht real. Da Flinsi, ich versuche das möglichst zu sein, aber bei manchen Sachen bin ich halt, reagiere ich halt ein bisschen übertriebener, ein bisschen intensiver. Gerade was meine Sprache betrifft, bin ich im Stream eigentlich, habe ich zumindest den Eindruck, dass ich im Stream mich versuche, betonungs- und aussprachetechnisch wesentlich anders auszudrücken, als würde ich dir, wie gesagt, gegenüber sitzen. Aber vielleicht ist das auch nur eine subjektive Meinung von mir. Stefan ist Weltmeister im Feuerbohren. Weltmeister im Feuerbohren? Mach dir keinen Kopf, bist real genug, okay. 20 Jahre auf YouTube. Okay, das ist keine schlechte Leistung. Das ist keine schlechte Leistung. Gab's YouTube vor 20 Jahren schon? Bin ich sicher? Ich weiß es nicht. Ja doch, wir haben 24, 2004, doch, da gab es YouTube schon, natürlich, selbstverständlich. Der eine oder andere wird sich nun die Frage stellen, was ist denn jetzt mit ihm los? Stefan vom Kanal Survival Deutschland ist natürlich auch mit am Start, weil wir in jeder Serie Leute dabei haben wollen, die sich mit der Thematik auskennen. Die also wissen, wie kriege ich ein Feuer an, wie baue ich ein Shelter. Zum einen für sich selbst, aber eventuell natürlich auch für die Gruppe, um dann so Leute wie ein Hugo, eine Sandra oder auch eine Julia anzuleiten, ne, und denen vielleicht auch mal Sachen zu zeigen. Nach den ausgiebigen und intensiven Briefings durchlaufen die Kandidaten in 3 Räumen, 3 Stationen. Wir drehen unter anderem die Interviews für Behind the Scenes, Social-Media-Inhalte und die Hero-Shots für die Vorstellung. YouTube wurde am 14. Februar 2005 von den ehemaligen PayPal-Mitarbeitern Chad Hurley, Steve Chen und Jord Karim gegründet. Ah, also maximal 19 Jahre, ne? Schwierig, kritisch. Naja, aber er war halt von Anfang an dabei. Stellungen. Das Ganze unterliegt einem straffen Zeitplan.
Noch wissen die Kandidaten. Warte mal, war da eben an dem Stiefel noch das der? Ganze. Was ist das hier unten? Ist das irgendwie so Preisherstellerschild? Hat die noch nie angehabt, die Stiefel? Böse. Böse. Neue Stiefel drücken, müssen eingelaufen werden. Kann nach hinten losgehen. Blasenbildung, Scheuern und so. Stiefel müssen eingelaufen werden oder sollten. Oder man macht es wie unsere Jungs damals vor Stalingrad, so hat man gesagt, damals in Manta Manta, reinpinkeln. Darauf der beste Konter, ey, wir haben den Krieg verloren. Unterliegt einem straffen Zeitplan. Noch wissen die Kandidaten nicht, was als nächstes passiert. Ich mache mit, weil ich richtig Bock auf eine neue Herausforderung habe. Also eine gute Zeit wird es, glaube ich, nicht. Ich will einfach sagen, dass ich es geschafft habe. 14 Tage können verdammt lang sein, die können verdammt hart sein. Wirklich. Ich komme mit einem Wissen von nichts und mit einem Survival-Brain werde ich wieder rauskommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, gestern im Hotel habe ich die Entscheidung schon ein bisschen bereut. Du hättest in der Zeit jetzt einfach lieber nach Malle fliegen können. Survival ist mein Leben und dementsprechend nehme ich das Ganze natürlich auch ernst. Vom Gefühl, ich glaube, dass diesmal es wird erheblich härter. Ich werde alles geben. Seven versus Wild. Crash. Jawohl. Das Tagesprogramm ist abgeschlossen. Nach 8 Stunden Briefing und Dreharbeiten erfahren die Kandidaten endlich, wie es weitergeht. Wer auf eine Pause gehofft hat, wird enttäuscht. Dann geht's jetzt zum nächsten Teil, offiziellen Teil. Die Vermutung lag ja schon im Raum. Wir ziehen natürlich weiter. Geht Flughafen. Singapur, ja schön. So, jetzt ganz wichtig. Wait. Singapur? Wieso Singapur? Sind das Fake-Tickets oder sowas? Wollen Sie die jetzt in die Irre führen? Wollen Sie die in die Irre führen oder warum steht da Singapur? Zwischenhalt Singapur? Warte mal, wo ist Neuseeland? Weiterschauen wird aufgeklärt, okay. Und eure Klamotten, mit denen ihr ausgesetzt werdet, die ihr, volle Montur, die ihr vorne hattet, die muss in euer Handgepäck. Also wir sehen unser Gepäck nicht mehr? Behandelt es so, als würdet ihr Aufgabe Gepäck nicht mehr sehen. Oh shit, hier wird umgebaut. Alles, was ihr dann für die Organisation braucht. Medikamente, überlebensnotwendige Sachen, Brille, Tampons, whatever. Kommt alles ins Handgepäck, das muss alles verfügbar sein. Ich habe keinen Platz. Gar nichts. Ich habe nur einen Rucksack und der ist schon voll. Mit was? Laptop, Kopfhörer, Switch, iPad. Das hat er nicht gesagt. Hugo, Info, das darfst du nicht mitnehmen. Das darfst du nicht mitnehmen, Hugo. Just saying. Okay, also. Okay, Zeitersatz 10 Minuten. Tschüssi, Alter. Das ist Bundeswehr. Das war Bundeswehrton. Zeitersatz 10 Minuten. So. Morgen jetzt gleich macht euch fertig. Antreten, Klamotten packen, Rucksack aufrödeln und dann antreten vor der Kaserne. Zeit 2 Minuten. Marsch. Man kennt es. Go. Wo machst du meine Sachen jetzt? Okay, zeig, dass du eine Haarbürste. Nee. Okay, überleg's schlau. Danke für diese Challenge, ey. Ich bin jetzt schon am Schwitzen, Alter. Ich werd's so abnehmen, geil. Ich bin ready. Hinter Australien. Ich glaube, Neuseeland ist von uns aus zu weit für Direktflug. Das geht nur mit Tankstopp. Okay, das will ich jetzt wissen. Warte kurz, Chat. Maps.google.de. Komm, whatever. So, lass mal gucken hier. Wo ist Neuseeland? Hinter Australien. Au, ja, okay, alles klar. Okay, jetzt erklärt sich auch, warum über Dingens.
Warte mal, ich muss hier mal kurz alles zumachen. Schnuck. Kann ich das hier auch wegmachen? Ja, so. Sieht man hier sonst irgendwas Wildes? Nein. Irgendwas Altes? Nein. Okay, also Chat. Also. Hier ist Neuseeland. Hier ist Neuseeland. Das ist also von uns aus gesehen hinter Australien. Wir sind hier... Na, Merkur interessiert uns doch nicht. Weltraum. Wen interessiert der Weltraum gerade? Normalerweise gerne, aber jetzt gerade nicht. Hier oben ist Deutschland. Und dann geht's nach Singapur. Das ist irgendwo hier in der Ecke. Und dann, halbe Strecke, geht's weiter nach Neuseeland. Über Australien weg. Okay, alles klar. Wie wäre der andere Flug über USA? Wäre natürlich auch ein schöner Flug gewesen. Ne? Dann hier, aber ich glaube, die Strecke hier ist dann zu lang. Ne? Wo ist New Babbage? Weg. München, Dubai, Auckland. Herr der Ringeland, Hobbithöhlen. Das kann durchaus sein, ja. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, da muss ich tatsächlich... Ich war gerade im völlig falschen Film. Ich dachte, Neuseeland wäre auch oben. Ich habe das jetzt total verwechselt. Geografie war ich noch nie wirklich gut. Aber jetzt habe ich mich ja total verhauen. Ich dachte, das wäre oben mehr Richtung so Grönland. Zwischen Grönland, USA, da oben irgendwo Polarkreis oder so. So hatte ich das irgendwie in Erinnerung. Ich frage mich nicht, wie ich drauf komme. Boah, was eine Beton-6, ey. Digga, ich hoffe, keiner meiner ehemaligen Lehrer sieht das. Julia, Sandra. Hey, was geht? Die Kandidaten machen sich auf den Weg nach Neuseeland. Jetzt am Flughafen müssen sie aufpassen, dass sie nicht gesehen werden, ne? Ja, ich bin am Arsch. Nein, mir geht's super. Nur sie kennen das Ziel noch nicht. Ja doch, Singapur. Erste Klasse. Alter, mega, ich feiere das gerade richtig. Was? Genau, Eckart, das war Neufundland. Danke. Siehst du, deswegen kam ich jetzt durcheinander. Ist ein Fehler, Ihnen jetzt schon GoPros zu geben? Kein USB-C? Ja, Leute, wir erfahren jetzt wahrscheinlich, dass wir wie heißt nochmal das Land, was wir denken, wohin fliegen? Ja. Jetzt warte jetzt, wo es hingeht. Werden es alle Kandidaten unversehrt und rechtzeitig bis zur Aussetzung schaffen? All das in Folge 2 Behind the Scenes. Was schlaberst du? Was schlaberst du? Seven vs. Wild. Trashed. Jetzt kostenfrei verfügbar auf Freevee tatsächlich. Nee, also, ich freue mich. Die Teilnehmer finde ich eine sehr, sehr coole Auswahl. Wirklich mal eine Mischung, die meiner Meinung nach sehr viel Spaß verspricht. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Weiß jemand direkt, wann die erste Folge ausgestrahlt wird hier auf YouTube? Wisst ihr das? Chat, Frage. Ich frage für einen Freund. Ich frage für Eckart. Eckart will das wissen. 15.10. Verdammt! Ich glaube, da muss ich schon wieder arbeiten. Das heißt, das wird vielleicht keine Live-Reaction. Vielleicht mache ich einfach die Live-Reaction. Vielleicht gehe ich einfach kurz on Stream und reagiere das Ding durch. Und naja, wir werden sehen. Das war Folge 1 vom Behind the Scenes 7 vs. Wild Staffel 4 Crashed. Erste Folge hier auf YouTube am 15.10. jetzt bereits schaubar auf Freevee. Und ja, ich freue mich drauf. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bye, bye.